Okay, meine Freunde, es geht weiter mit dem nächsten Part. Okay, bin schon sehr weit gekommen. Das ist jetzt gerade der 17. Part, wenn man sagen. Ja, der 17. Und sehen wir uns mal die letzte Mission an. Wir haben bisher alle Schatztruhen geholt. Gut. Erforsche das Schloss des Biestes. Sammle gemeinsam mit Schieren Informationen im Schloss des Biestes. Stell dich hier, ja. Ist klar, ist klar. Oh, wir landen hier. Wir müssen heute das Schloss untersuchen, stimmt's? Stimmt. Wir dürfen uns nicht sehen lassen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wartet mal. Okay, wahrscheinlich. Ja, ich meine, letztes Mal schien der Ort verlassen. Ich habe bloß gehört, wie... Egal. Was? Ich habe dieses Brüllen gehört, wie von einem Tier, einem großen. Echt? Was für ein Tier war es? Keine Ahnung, das werden wir heute wohl herausfinden. Nee, kein Tier, wahrscheinlich. Also fangen wir an. Okay. Untersuche alles Verdächtige. Geht klar. Ach, ich kann es ignorieren. Wird unwichtige. Oh, ein Feldwebel. Als Zufallsgegner jetzt. Das ist aber klasse. Das brennt ja richtig. So, was wolltest du hier untersuchen? Irgendwas wolltest du da untersuchen? Achso, das hier. Diese Kiste ist ganz staubig. Hier oben scheint lange niemand mehr gewesen zu sein. Okay. Da können wir noch nicht durch. Ach komm, stirb, böser Hund. Der Name ist ja einfallsreich. So, was wollte ich hier untersuchen? Eine große Glasmalerei des Fensters. Okay, verdächtig ist es eigentlich nicht, aber naja. Stirb mal. Du nervst. Richtig. Okay, ich konnte eigentlich auch... Soll ich rausgehen? Ich weiß es gar nicht. Ach, ich gehe einfach von raus. Schattenlöcher? Nee. Auf die habe ich momentan keinen Bock. Verdächtige. Ach ja, jetzt werden diese Spuren kommen, die ich einmal erwähnt habe, die später Bedeutung haben. Aber erstmal die Kiste hier in einem Potion. Die brauche ich noch 4 Stück. Hier kommen Gegner in der Mitte. Ja, es waren Gegner. Okay, das geht irgendwie jetzt richtig zückig hier. Sind das Brotkrümel? Vielleicht hat sie jemand für die Vögel rausgestreut. Dann ist das Schloss gar nicht verlassen. Richtig. Brotkrümel vorderhin. Und komm. Und so, danke. Schion, du sollst mich nicht angreifen, aber egal. So, das kommt später dran zu untersuchen. Hier ist dann nichts mehr. Muss man nicht irgendeine von den Statuen untersuchen? Was wolltest du gerade sehen? Ah, das hier. Fußabdrücke könnten von Herzlosen sein. Die sind groß. Lass uns lieber vorsichtig sein. Okay. Und jetzt rein mit uns. Alles klar, dass sie uns begrüßen. So.
So, komm, stirb, danke. Das nächste war hier. Sieh dir die Kratzer in der Wand an. Sind das Spuren vom Clown? Vielleicht von einem wild gewordenen Herzlosen. Also die hier. Noch ein Feldwebel. Egal, brenne. Und so. Du dreckiger Bastard. Ich wollte auch noch irgendwas untersuchen. Achso, das war bei dieser Säule, oder? Irgendwas war doch gerade hier. Irgendwas wolltest du gerade untersuchen. Ah, das hier. Die Wand ist verschmutzt. Ist schmutzig. Glaubst du, das war der Herzlose? Vielleicht, der ist ja immer so dreckig, der Herzlose. Okay. Hier kommen auch gleich Gegner. Ich mag diesen Feldwebel nicht. Egal, der ist auch gleich tot. Geklärt. Und Truhe öffnen, danke. Zu den Türen sagt er momentan nichts. Doch, zu der hier. Die Tür ist verschlossen. Okay. Einfach mal stumpf, aber was soll man machen? Was soll man machen, wenn ich den Rotzer so stumpf analysiert? Die haben ja keinen Wechsel mehr, also ist Roxas in der Klaue. Okay, irgendwas kann man doch noch hier... Nein, konnte man nicht mehr. Durch die Mitte kann man jetzt momentan nicht. Da auch nicht, nur dahin. Ich glaube, später kann man da öfters rein, also in den ganzen Räumen. Achso, jetzt kommt dieses Spiel. Der Herr hat heute gar keine gute Laune. Roxas! Ich hab's auch gehört. Oh, Kerzenschneider. Wenn er wenigstens aus seinem Gemächt entkommen würde. Was hast du gesehen? Das glaubst du mir nie. Einen gehenden, sprechenden Kerzenschneider. Jetzt komm aber. Wow, das war kein Scherz, aber wie kann er? Frag mich auch. Aber er hat etwas über deinen Herrn gesagt. Denkst du, er ist einer dieser Schlossdiener? Hört sich zwar verrückt an, aber vielleicht. Und jetzt kommt das. Er darf uns nicht sehen. So, das wäre zu ziemlich alles, was wir hin können. Überlegen wir nochmal. Der Gästenschneider hat doch einen Herrn erwähnt, oder? Ja, und dass er nie seine Gemächer verlässt. Wer ist das Zimmer dieses Herrn im Jahr am Ende dieser Halle? Wollen wir es herausfinden? Was? Aber wir müssen bloß ungesehen vorbeischleichen. Meinst du, das schaffen wir? Nun, wir können nicht mit leeren Händen zurückkehren. Zeigs wäre höchst unzufrieden. Solange wir nur vorsichtig gehen, müsste alles gut gehen. Okay, wenn du das sagst. Neuer Durchbruch. Jetzt kommt die Kacke. Ach. Ich habe mir noch in Erinnerung, dass hier noch Schatztruhen waren, aber wieso? Aber an einer späteren Stelle waren hier Schatztruhen. Und diese Hunde gibt es nur in der größeren Version. Wundert, also denkt nicht, das ist alles, was die können. Okay, der ist tot. Da sind Spuren an der Wand. Eigentlich müsste sie dazu was sagen. Aber anscheinend hat sie irgendwie nichts, was zu sagen. Okay. Da ist der Kerzenständer. Er darf uns nicht im Visier nehmen. Vorsicht, ja, Mann. Ich habe das schon hinbekommen. Ein Eimer und ein Mob. Wie soll man einen so großen Ort sauber halten? Stimmt, es muss also viele Diener geben. Okay, jetzt müssen wir hier rauf. Ach, durch die Tür können wir auch schon, okay. Da können wir noch nicht.
hier eine Truhe? Doch, ich wusste es doch. Potion. Und was ein Herzloser greift mich an? Ach, das hier kennen wir noch nicht. Schade. So kamen gerade die Herzlosen Musik, aber egal. Achso, dafür. Für diese Backus. Und so. Okay, das brennt und es ist tot. Und durch die Mitte hindurch. Okay, was kommt denn jetzt? Ja, wie ich das gesagt habe. Es gibt ja auch eine größere Version. Und die mag ich ganz und gar nicht. Die sind einfach ekelig. Einfach mal nur ekelig. Und die geben aber Eisen. Aber der Kurs ist auch gleich tot. Und er hat eine Schwäche wohl für Eis, wie man das gerade sehen kann. Ey, das war jetzt gerade echt unnötig. Diese kurze Pause. Ja, komm, mach weg. Potion. Eisen haben wir dafür bekommen. Ether. Potion. Wo war dieses Ether? Benutzen. Mehr Klonspuren? Die Herzlosen müssen hier völlig außer Kontrolle sein. Wenn du meinst, ich kenne da einen anderen Grund, warum das so ist. Komm nicht gleich ein. Fußabdrücke? Große Herzlose? Keine Ahnung, sie führen in das Zimmer da hinten. War da nicht noch eins? Was? Okay. Und sehen uns mal rein, was da ist. Glaubst du, das ist das Zimmer des Schlossherrn? Was war das? Hörst du da? Vielleicht keine gute Idee, einfach reinzuplatzen. Kannst du von ja sehen, was da drin vorgeht? Nein, aber ein bisschen näher. Dann kann er was sehen. Okay. Oh. Was ist das für ein Ding? Wie kann sie es wagen, nicht mit mir zu Hause zu essen? Das ist mein Schloss und ich will, dass sie Tisch kommt. Mein Schloss? Meint er das ernst? Und Roxas? Da drin ist ein seltsames Monster. Jetzt guckt noch hier ein bisschen rein. Bisschen spannend hier. Und? Du hast recht. Wow, was ist das? What's that? Ich weiß es nicht, aber geh von der Tür weg. Ich will nicht, dass es uns hier sieht. Geht klar. Jetzt wird das geschlossen werden. Roxa, das Monster. Das ist das Schloss, Herr. Hört sich an, als würde das Schloss ihm gehören. Meinst du wirklich? Es hat von meinem Schloss gesprochen. Klarer geht's nicht. Vielleicht bekämpft er es herzlose wie wir. Was denkst du? Es ist früh, um das zu sagen. Du hast wahrscheinlich recht. Wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen. Wobei, der Kratzer in der Wand. Glaubst du, die stammen von ihm, nicht von den Herzlosen? Es muss auf jeden Fall gegen etwas gekämpft haben. Ein Monster mit eigenem Schloss und Kerzenständer als Diener? Hier mussten eine ganze große Geschichte im Gange sein. Wir wissen, wie der Herr aussieht. Wir können jetzt Zeigs Bericht erstatten. Ja. Wollen wir zurück zum Schloss? Nein, wir werden ein bisschen alles untersuchen. Wir haben ja noch die Zeit dazu. So, die Statue wird hier untersucht. Hier war doch irgendwas, was man noch untersuchen konnte, das weiß ich doch noch. Irgendwas konnte man noch hier untersuchen. Irgendwas konnte man noch hier untersuchen.
Okay. Okay. Geht klar. Du darfst nicht entdeckt werden. Geht klar. Darfst nicht entdeckt werden. Und hier? Irgendwas zu melden? Ach ja, zur Vollständigkeit halber zeige ich euch, was passiert, wenn man getroffen wird. Hm? Oho. Komisch, das Licht spielt mit mir einen Streich. Ha, welche Ironie. Puh, er hat uns beinahe gesehen. Wir sollten vorsichtiger sein. Ja, das passiert, wenn man irgendwie beobachtet wird von ihm. Springen jetzt auf einmal klappt. Jetzt kommen die ganzen Fails. Jetzt kommt es. Ja, nein. Nein. Fortfahren. Ja, ist schon klar. Komm. Komm, dreh dich einmal kurz um, dann ist alles geregelt. So. Fußspuren sagt er nichts, zu der Wand sagt er nichts. Irgendwelche Spuren an der Wand wird da irgendwie was sagen doch. Scheint nicht. Wieso kann ich mich nur an solchen Dinge erinnern? Rückkehr erlaubt, ich weiß. An der Tür war noch irgendwas. Das weiß ich doch noch. Ich wusste es doch. Ich höre eine Stimme, da drin ist jemand. Der besteht darauf von Bell. Bell? Vielleicht noch jemand, der hier wohnt? Wir halten uns besser von dem Zimmer fern. Ich höre Lärm. Echt, ich kann nichts hören. Vielleicht bildest du dir das nur ein. Okay. Ich höre einen Rascheln hinter der Tür. Wer ist da? Wer kann euch was sehen? Boxer, ich muss öffnen. Oh, stimmt. Entschuldigung. Wir sollten kein Risiko eingehen. Stimmt. Ich verstehe nicht, was sie sagen. Also, wenn hier jemand ist, bleiben wir lieber fern. Hey, Roxas. Ich glaube, alle in diesem Schloss haben etwas gemeinsam. Das sind alles keine Menschen. Ja, das sind alles keine Menschen. Stimmt, das war ein gehender Katzenstein und das Schloss ist ein Monster. Es gibt kein Zeichen von Bewohnern, aber ich höre etwas total in diesen Schüben. Vielleicht noch mehr Diener? Was in diesem Schloss wohl passiert ist? Die Frage stellen wir uns nächstes Mal. Ja, du hast recht. Komm, wir kehren jetzt zum Schloss zurück. Und wir haben alles komplett. So muss das sein. So ist alles fein. Und hier durch. Oh, jetzt müsste alles wieder zurück. Zum Glück habe ich alle Herzlose hier getötet, sonst hätte ich die ganzen Probleme hier noch. Aber die Schattenlöcher sind noch da. Weil eins mindestens. Oh. Tot. Passiert halt, wenn man muckt gegen mich. Ist halt so. Und hier durch. Zurück zum Schloss, ja. Halt 2, hey. Okay. Tag 94. Herzen. Chillergang und so. Achso, jetzt kommt die Szene. Kommt jetzt die Szene? Ich glaube ja. Na, jetzt kommt das. Lord Samus hat uns gerufen. Jetzt wird man was sehen können. Es ist soweit. Schaut zum Himmel. Das ist das Herz aller Herzen, Kingdom Hearts, und es scheint endlich auf uns herab.
Seht ihr all die Herzen, die wir gesammelt haben? Herzen voller Wut, Hass, Trauer und Glück. Am Himmel steht das Versprechen einer neuen Welt. Meine Freunde, erinnert euch an die Ziele der Organisation, an alles, was wir erreichen wollten. Die Stärke des menschlichen Herzens ist groß, aber bald werden wir Macht darüber haben. Nie wieder wird es Macht über uns haben. Und die drei gucken auf Kingdom Hearts. Neuer Eintrag in Roxas Tagebuch. Hey! Und du? Viel Glück. Okay. Sei gegrüßt, Kuppe. Wirf einen Blick auf meine Waren. Kuppe. Kaufen. Hast du irgendwas Neues für mich? Nichts. Schmieden. Nichts. Okay. Ach ja, ich muss noch diese Kronen sammeln. Die bringen mir eigentlich was. Die bringen was. Echt jetzt? Aber das kommt viel, viel später. Hey, hast du daran gedacht, Schatz, zu sammeln, Roxas? Wie wär's mit einem kleinen Wettkampf? Ich habe bis da 80 Truhen geöffnet. Schaffst du das auch, bekommst du von mir eine Belohnung. Bist du dabei? Wie läuft's, dieser Schatz? Hey, du hast es geschafft. Ich glaube, du hast das hier gewonnen. Donnersplitter. Der ist neu, der Splitter. Das ist direkt von dem Fenster. Kingdom Hearts, was sagt ihr dazu? Was sagt ihr? Wartet.